Hallo, wir haben hier eine Packet. Ich muss aufmachen. Da steht irgendwas von Game Controller. Da steht nur drauf Game Controller. Das kann ja eigentlich nur diese komische Fake NES in der neuen Version sein, denn die gibt es neuerdings in abgegradeten Versionen. Da müssen wir dann aber erstmal reingucken. Weil irgendwie für diese abgegradete Version, beziehungsweise für diese Game-Konsole, ist es irgendwie zu schwer, bin ich der Meinung. Deswegen muss ich erstmal reingucken, was wir hier überhaupt haben. Oder was es denn letztendlich ist. Weil, wie gesagt, diese Fake NES mit 500 Spielen drauf, die war ja federleicht und der Karton auch. Das jetzt war ziemlich schwer. Deswegen bin ich jetzt mal gespannt, wenn wir hier reingucken, wie das aussieht. Und. Oh, das sieht ja schon fast gut aus, oder? Sogar mit einem schönen Karton, der angedüttelt ist. Kann ich denn einfach was kriegen, was nicht im Arsch ist? Mich wundert das, weil. Also gewichtlich, ne? Also wir haben hier. Hier steht nichts von Gewicht, aber. Also ich bin ziemlich der Meinung, dass wir nah an einem Kilo sind. Das ist wirklich schwer. Ja. Guck mal hier, EU, Schmaller, Schmaller. Aha. Classic Games Collection. AV Out. DCP-System. Hier noch so schön ist. Okay, dann rotzen wir das mal auf. Also jetzt mal ganz im Ernst, das Ding ist schwer. Wieso weiß ich nicht. Wir haben wieder unsere Classic Controller. Oh. Oh, die fühlen sich gut an. Erschreckend. Die fühlen sich wirklich gut an. Also sehr steif und so, aber schon qualitativ irgendwie zehnmal besser. Und zweitens, Kabel ist natürlich hier wieder Minderware. Gibt es jetzt bei GBest im Flash Sale im Moment auch für 19 Euro, ansonsten 25. Haben wir eine V-Kabel? Oh toll, da kann ich wieder gucken. Weil ich habe nur einen Fernseher, wo ich die Scheiße noch angeschlossen kriege. Und natürlich. Ach, guck mal. Und natürlich. Hier. Nintendo. Hier, so macht man das. Netzteil. Dann habe ich hier dann noch die Konsole, die anscheinend ziemlich schwer ist, weil die Kontrolle wiegen jetzt gar nichts. Nehmen wir das Ding mal raus. Nee, es wiegt wieder nichts. Ja, haben wir das Ding hier, ne? Power und Reset. Aber, ne, wabbel, wabbel. Sieht aus wie ein NES. Allerdings ist der Streifen hier, der sonst grauer war, damit der nicht so nah an der NES-Mini ist. Jetzt sogar im Original schwarz. Ansonsten, ja, selbe Billigschiene als solche vorher. Dann haben wir hier noch die Betriebsanleitung. Natürlich in Chinesisch. Oh, da haben wir nochmal miserables Englisch. Ja, also wie gesagt, dieselbe Konsole. Bloß mit 620 anstatt wie vorher. Oh Gott, nee. Mit 600 anstatt wie vorher 500 Spielen drauf. Das ist unsere Liste. Könnt ihr es lesen? Ich nicht. 620 Spiele. In diesem Sinne, ich lade dieses Video jetzt hoch. Wie ich das hier jetzt im letzten Video sagte, wenn ich das hier nicht nur mal auspacken soll, sondern auch jetzt ein Hands-on, beziehungsweise wir uns ein paar Spiele davon ansehen sollen, schreibt es in die Kommentare, denn sonst lasse ich es. In diesem Sinne.